Meine lieben Zweitklässler, heute machen wir alles anders. Heute habe ich mir gedacht, filmen wir zur Abwechslung einmal von oben. Und deswegen habe ich hier so ein schönes weißes Blatt auf den Boden gelegt. Ich liege zwischen dem Stativ, wo die Kamera festgemacht ist. Und ich zeige euch heute in einem ganz kurzen Video, wie wir eine 1x1-Tabelle machen. Ja, die 1x1-Tabelle, die ist ein super cooles Ding, um das 1x1 zu lernen. Die kannst du dir selber schnell machen. Du kannst aber auch die 1x1-Tabelle nehmen, die ich nachher unten in der Beschreibung eingebaut habe. Und ich würde sagen, bevor ich hier groß rumschnacke und euch so viel erzähle, fangen wir einfach an. Ich zeige euch das mal. Los geht's. Gut. Die 1x1-Tabelle funktioniert so. Das ist eine ganz normale Tabelle erstmal. Die könnt ihr euch auch selber aufzeichnen. Wahrscheinlich seht ihr gerade nur meine Mütze. Und das Wichtigste ist, dass hier oben ein Malzeichen in der Ecke ist, damit ihr auch seht, dass es keine Plus-Tabelle ist. Jetzt schreiben wir hier oben Zahlen hin, da nehmen wir die Zahlen, von denen wir schon die Reihen hatten natürlich. Da fangen wir mit der 2 an, die 5 hatten wir, die 10, die 4 und die 6. Und die Zahlen können wir auch vorne hinschreiben. Die können wir vielleicht ein bisschen umdrehen, damit es auch nicht so langweilig wird. Also, wir fangen mit der 4 an, machen die 5, machen dann die 10 und dann vielleicht noch die 6. Die 2 können wir uns ersparen, die könnt ihr doch eh schon. Und dann fangen wir einfach an zu rechnen. Wir rechnen vorne mal oben oder oben mal vorne, ist egal. Ihr wisst ja, dass die Tauschaufgaben sowieso immer zum gleichen Ergebnis kommen. Also hier rechnen wir jetzt 4 mal 2, das wäre 8. 2 mal 5 ist 10. 2 mal 10 ist 20. 2 mal 6 ist 12. 5 mal 4 ist 20, 5 mal 5 ist 25, 5 mal 10 gleich 50 und 5 mal 6 ist 30. 10 mal 4, 40, 10 mal 5, 50, 10 mal 10, buh, ja, 100. 10 mal 6 ist 60. Oh Mann, meine Schrift, wenn das mein Lehrer sieht. 4 mal 4 ist 16. 4 mal 5 ist 20, 4 mal 10 ist 40 und 4 mal 6 ist 24, 24. Hier haben wir wieder die gleiche Aufgabe, guck mal hier, 4 mal 6, ne, die 2 treffen sich hier und wenn jetzt die 6 mal 4, die treffen sich hier, ist aber auch in der Unteraufgabe 4 mal 6, also auch 24, 6 mal 5 ist 30, 6 mal 10 ist 60. Und 6 mal 6 ist 36. Unser Lehrer ist so fleißig. Das war's. Ich habe unten in der Videobeschreibung für euch ein paar 1x1-Tabellen, die sind schon ausgefüllt. Da könnt ihr einfach lösen. Ihr schreibt einfach die Ergebnisse rein. Farbe ist mir egal, ihr müsst es nicht machen wie ich. Ich habe aber auch eine 1x1-Tabelle. Da steht nichts drin. Die ist komplett nur leer. Und da kannst du dir selber die Zahlen eintragen. Also du trägst dir praktisch hier vorne die Zahlen ein, da überlegst du dir was Cooles und dann rechnest du es aus. Und das Coole ist, du kannst sogar damit schon weiter üben und kannst praktisch sagen, okay, ich mache schon ein paar Aufgaben, die wir noch nicht gelernt haben, die ich aber trotzdem hinkriege. Ich habe versprochen, dass ich es kurz mache, so mache ich es auch und tschüss!